meine Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Kommen wir zu einem neuen Teil von PP on the Chip Tuning. Der Paul hat mich gerade gerufen. Wir haben heute ein sehr schönes Auto wieder hier. 2019er Modell, leider mit OPF. Aber wir schauen, was wir an Klang rauskriegen können. Wie ihr wisst, machen wir das gern über das AK-47. Das heißt, wir programmieren eine Schubabschaltung rein. In Serie hat es nicht. Die Vor-OPF-Originalmodelle hatten es etwas drin. Bei den OPF-Modellen haben sie es rausgenommen. Es handelt sich heute um den 2019er E63 S mit 612 PS als Allrad. Ja? Und wir machen heute die Stufe 1. Wir gehen auf den Prüfstand, wir machen eine Eingangsmessung, danach machen wir die Software und wir machen Logs, dann machen wir auf dem Prüfstand eine Ausgangsmessung, dann machen wir noch einen Test von 0 auf 100, 0 auf 200 und dann hoffen wir, dass der Kunde glücklich sein wird. Also, los geht's! So, hier haben wir das gute Stück. 612 PS, 850 Newtonmeter, 0 auf 100, 3,4 Sekunden. Mal schauen, wie viel Leistung wir rausbekommen, mal schauen, wie viel er wirklich in Serie hat auf dem Prüfstand und mal schauen, was wir dann machen, die 0 auf 100 und 0 auf 200. Also, los geht's. Jetzt machen wir mal einen Original-Soundcheck, ja, wie er sich original anhört. Und dann hören wir mal, wenn wir das AK reinprogrammiert haben, wie er sich anhört. Wir sind jetzt hier im Sport-Plus-Modus. Früher die ersten Modelle, die rauskamen, haben noch etwas geballert. Bei dem mit OPF natürlich komplett abgeschnürt. Hört es euch an, da kommt eigentlich fast nichts raus. Also, ihr habt es gehört, das war einmal nur einfach so ein Blub. Ja? Und aus dem Blub machen wir einfach Blub, 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 Blub. So. Dann fangen wir an. Wir werden das Ding über OBD programmieren. Ich hole jetzt mal den Auto-Tuner. Mit dem werde ich das Auto heute machen. Ich zeige euch das ein bisschen, wo man anschließen muss, wie was funktioniert. Und in der Zeit, wo ich die Tools jetzt schnell hole, zeigen die Jungs euch mal ein bisschen nähere Aufnahmen von dem Auto. Ich übergebe jetzt Schlüssel an der Asim, der hat hier einen geilen Einzelgolf auf Turbo, ja, 200 PS jetzt, Basis 150, ey, und wer kennt's nicht? Früher in Russland und in Polen, jeder hatte so einen Klopapierhut da in dem Auto, aber jeder. Also, die Polen und die Russen hatten Klopapier und die Deutschen hatten alle einen Wackeldackel im Auto. Also, was machst du mit dem Wackeldackel? Der Wackelkopf, was machst du mit Klopapier? Da wischt er der Arsch ab, wenn man kacke muss in der Natur, gell? Schon angespannt. So, wie ihr seht, haben die hier richtig investiert in ein Verspannsystem. Früher war das sehr aufwendig und mit den Gurten da unten runter rüber. Ihr habt es ja vorhin kurz gesehen bei dem Golf. Das hier ist halt viel geiler. Kugelköpfe vorne, hinten, festes System drauf, verzurrt, funktioniert. Es wird gemessen. Wir loggen auch natürlich mit. Du setzt dich mit mir jetzt rein, dann schaust du mal mein Display an. Während der Fahrt die Logs, ja, werten wir mal aus. Dann gucken wir mal. So, Wir sind jetzt hier im Fahrzeug und machen jetzt die Originalmessung. Ich habe jetzt hier mit dem Auto-Tuner praktisch die Datenaufzeichnung. Ich sehe jetzt 26 Werte, zeichnen wir jetzt auf, wie Zündwinkel, Rücknahmen, Lambda-Wert, Last, alles Mögliche. Und danach schauen wir uns das mal an. Dann sehen wir, wie viel Leistung rauskommt und dann machen wir die Software drauf, gell? Die Software habe ich ja schon fertig geschrieben. Wir zeigen euch nachher genau die Parameter, was ich verändert habe. Ich musste mich natürlich vorbereiten, dass es hier auch noch nicht zu lange dauert. Wir gehen jetzt beim Auto-Tuner und nehmen eine abgestimmte Datei. Die programmieren wir jetzt rein. Und dann machen wir eine Ausgangsmessung. Es ist sehr heiß heute, wir haben 30 Grad fast. Eingangsmessung ready. Wir haben ein Ergebnis von 642 PS und 918 Newtonmeter in Serie. Die Logaufzeichnung haben wir jetzt hier auch vor uns. Wir sehen hier einen maximalen Ladedruck von 1,5 Bar. Bis Drehzahlende hat er so 1,4 noch, dann bei Drehzahlende. Und Zündung 20 Grad, angefangen von 9 Grad, zieht sich sauber durch. Also der Kunde muss super Sprit tanken, da ist keine Rücknahme, nichts. Aber im Serienzustand passiert das auch recht selten. Lambda-Wert von 0,84. bis Drehzahlende 0,83 und somit ist das gar nicht mal so schlecht, ne? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Ergebnis. Wie gesagt, nur Software, nichts anderes. Der Asim hat jetzt die Ausgangsmessung gemacht. Wir haben eine Leistung von 775 PS und 1072 Newtonmeter. Ja? Wir fahren einen Ladedruck von 1,9 Bar bis Drehzahlende, Zündung von 21 Grad. Lambda 0,80, Zündwinkelrücknahmen sind 2, bei manchen Zylindern 1,5, also perfekt. Und somit haben wir einen Leistungszuwachs von guten 135 PS, ja, und einen Drehmomentzuwachs von guten 150 Newtonmeter. Wir gehen jetzt checken 0-100, 0 auf 200. Meine Lieben, wir fahren jetzt mit dem Sisqó. Mit dem Sisqó oder Lenny Kravitz, keine Ahnung, sucht euch aus. Mit dem Nico fahren wir jetzt auf die Autobahn. Dann testen wir mal ein paar Zeiten jetzt modifiziert. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon einen Leistungszuwachs von 135 PS und knapp 150 Newtonmeter. Und mit 775 PS sollte das Ding schon ordentlich marschieren. Dann werden wir checken, 0-100 auf jeden Fall, wird sehr interessant. Da es ein Allrad ist, kriegt man die Kraft wahrscheinlich auf die Straße gut. Und ja, lassen wir uns überraschen. Oh, ganz kurz, sehe ich aus wie Sisqó? Sisqó oder Lenny Kravitz? Kommentiert mal drunter. Sisqó oder Lenny Kravitz? Ha? Was glaubst du, also ich glaube, dass mehr Lenny Kravitz schreiben werden. Meinst du? Ja. Wobei Sisqó ja, auch also so jetzt mit der Frisur ist Sisqó wahrscheinlich eher zugänglich. Ja, das kann schon sein. Hey, hold on up. What's up? What's this? Ja, wie man jetzt hören kann, AK-47 ist programmiert. Der ballert jetzt richtig schön. So muss es eigentlich sein. Dass die das nicht von Haus aus schon so machen, Mensch, Kerle. Die würden gerne machen, aber die Politiker, die erlauben es denen nicht. Und was machen wir? Wir ist auf die Politiker. Raus. 2 Launch Control. 1 0 and Liftoff. Das Handy brutal wegfloge. 130, 140, 180, 200, 220, 230, 240, 250, 260 und bremsen, weil einer rauszieht. Das ging jetzt doch mal flott hier, ne? Mein lieber Scholli. Also. 2 Tonnen Leergewicht, halbe Tank, 2 Personen im Auto, 0 auf 100, 2,99 Sekunden, 100 auf 200, 6,3 Sekunden. Also wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben jetzt 30 Grad, heute ist sehr, sehr heiß und wenn natürlich der schwere Sisqó hier nicht im Auto wäre, dann wären wir natürlich 2 Zehntel schneller von 100 auf 200 und etwas schneller von 0 auf 100. Ja? Also ich denke mal zu guten Bedingungen, wenn das Wetter einigermaßen kühl ist abends, dann fährt der Kunde alleine 0 auf 100 so 2,7, 2,8 und 100 auf 200 6,0 bis 5,9 Sekunden. Und das ist gar nicht mal so übel für so ein Auto. Für eine Stufe 1, 775 PS, top. Wir sind fertig, wir geben das Auto jetzt ab. Ich mache den letzten Check-up mit der Diagnose, alle Fehler nochmal löschen vom Prüfstand und so. Und jetzt hören wir uns aber nochmal den Sound kurz an, weil wir haben ja natürlich AK-47 programmiert. Ihr habt es vorher gehört, hört es euch jetzt mal an. Kommen wir jetzt zum guten Teil für den Kunden, die Schlüsselübergabe. Auto ist komplett fertig. Hier ist dein Schlüssel. Viel Spaß beim Fahren. Danke. Und alles Gute. Danke. Also. Ciao. Ciao.